Konnichiwa, Kettys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge von den Twitch Tips Germany. Wir sind bei der Folge 219 und heute heißt es, hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Ja, und einleitend tut das Ganze heute der Akireal und wir schauen uns das gleich jetzt drüben im Live-Bereich an. Und ja, gehen wir mal rüber. Ich sollte natürlich auch noch den Ton anmachen beim Video, sonst könnt ihr das Video ja nicht hören. So, jetzt gerade mal schnell gucken. Oh, das ist viel zu laut. So passt. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen rein und schauen uns an, was er zu sagen hat. Im Übrigen ein sehr schöner Hintergrund. Ich hätte ihn geblurrt, aber gut, jeder wie er mag. Rein da. Hallo Freunde, wir machen das, was wir jede Woche machen. Die Weltherrschaft an uns reißen? Nein, Twitch Clips Germany schauen. Wer diesen Meme verstanden hat, ist alt. Sehr alt. Für diejenigen, die es nicht wissen, er hat Pinky und Prey nachgemacht. Bei den beiden ist immer so die Frage, wer ist eigentlich der Schlaue und wer ist der Dämliche? Ich habe hier immer noch die Vermutung, dass Prey gar nicht der Kopf der Sache ist, sondern Pinky und sich einfach nur dumm stellt. Wenn ihr mal wissen wollt, was ist, einfach mal googeln oder auf YouTube gibt es die, glaube ich, auch noch. Einfach nachgucken. Alles gut, ich bin halt einfach nur, ich bin allein nicht überlebensfähig. Aber es geht ganz gut, weil Kreislauf und so macht gut mit. Ich krieg mein Wasser nicht auf. Nein. Das darfst du auch keine. Das ist irgendwie broken. Ich kann selber für mich sagen, krieg die Flasche nicht auf. Sag nichts! Ich krieg die Flasche nicht auf. Oh. Ja, was sagt sie am Anfang? Sie ist alleine nicht lebensfähig. Und sie hat es gleich wunderbar bewiesen, unsere Freundin ist, indem sie das Wasser nicht aufgekriegt hat. Und wenn jetzt keiner da wäre, der das Wasser aufmachen würde, dann würde sie verdursten. Die Arme. Und das auf der Gamescom, wo so viele Leute sind. Jaja. Falls ihr euch fragt, ob ich auf der Gamescom war, nein, auf der Gamescom war ich nicht. Die Gamescom ist mir A zu weit weg, B zu teuer und C zu überlaufen. Obwohl es eigentlich auch wieder eine lustige Aussage ist mit dem Überlaufen. Denn schließlich und endlich habe ich vor, dieses Jahr wieder auf die Buchmesse zu gehen. Die ist ungefähr genauso überlaufen. Ja, genau. Und das nicht nur einen Tag dieses Jahr, nein, sondern zwei Tage. Das heißt, an diesem Tag, wenn das passiert, also am Wochenende der Buchmesse, wird es definitiv wahrscheinlich keinen Stream geben. Ja, kann ich euch jetzt schon sagen. Weil das werde ich nicht schaffen. Aber sehen wir mal. Das ist okay. Stocki 39. Das Ding sieht so aus. Jetzt hat er die Kamera ausgeschossen. Ich glaube, das war dumm. Ja. Nochmal. Ja, das war dumm. Man schießt doch nicht mit dem, selbst wenn es ein Softfile ist, auf eine Kamera. Sowas tut man nicht. Man schießt an der Kamera vorbei, aber nicht auf die Kamera drauf. Selbst schuld. Ich hoffe nicht, dass das Objektiv kaputt ist, weil das wäre richtig teuer. Gut. Hogwarts Legacy, nicht mein Spiel. Das sind drei. Nehmen Sie. Das ist er jetzt. Sanfte Spirale. Hä? Ich will einen fucking Zauberstab und kein Verhütungsmittel. Junge, in was für einem Laden bin ich denn jetzt hier gekommen? Er war gedreht, also Spirale. Und wenn du das gleich wieder damit in Verbindung bringst, manche Leute sind einfach nur, ja, kann man nichts dazu sagen. Aber es war ein schöner Zauberstab, muss ich sagen. Einfach, aber schön. Golf. Drüber, oder? Nee, der kommt gut. Hey, hey, ein One-Hole. Was? Was? Ein One-Hole. Vom Abschlag ins Loch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das schafft man auch nicht alle Tage. Definitiv nicht. Davor gibt's von mir ein... Burger King. Ich würde sagen Burger King. Oh Gott. Dunkin' Donuts. Nee, warte. Muss es was zu essen sein? Ach, ich weiß die Frage nicht. Safe. Hast du es erraten?
Es ist die Keksmarke Prinzenrolle. Oh. Hey! Ja, und ich find's immer noch weird, dass sie einen Keks, einen Schokocookie als Burgerband gesehen hat mit Sesam. Also als gäbe es solche großen Sesamkörner. Naja, gut, ich weiß ja nicht, in welchen Burgerläden sie essen geht, aber gut. Aber Prinzenrolle, wie gesagt, wenn ihr gucken wollt, letzte Woche hatten wir das im Stream und da hatte ich das auch richtig drin und hat es gleich gesagt gehabt, Prinzenrolle. Auch wenn das ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen komisch dargestellt, aber es war zu erkennen. Ich bin krank und ich habe jetzt männliche Brüste. Okay, muss man das jetzt irgendwie verstehen? Auf der einen Seite kam irgendwas, auf der anderen Seite war Kronk oben und unten jemand anders. Und ich habe jetzt hier wieder eine Anzeige, dass gleich die Werbung kommt. Ich bin mal gespannt, ob wirklich Werbung kommt. Aber wir machen trotzdem mal den nächsten noch. Mensch, das ist eine warme Tonne, ne? Toll. Ja. Da lachst du, ne, du Kleiner. Oh. Alles okay? Nö. Nicht alles okay. Er hat sich erschreckt, weil einer geschossen hat. Wobei ich mich frage, eine Tonne, dann sieht man ein teures Auto und dann einen Schuss. Interessante Kombination. Würde ich jetzt mal so sagen. Bei diesem Spiel, ja. Auf jeden Fall, ich habe mir einmal das hier gekauft. Das geht gleich kaputt. Das war kaputt. Übrigens, da war unten auch noch ein Dampfblock-Dingsi drin. Ein Rauch- und Dampfdingsmotor gelöt. Also. Ein Räuchermotor. Würde ich jetzt sagen. Ich finde das zwar komisch, dass sowas in einem Schiff drin ist. Und ja, genau. Aber. Gut, sah schön aus und meine Zusage, meine Vorhersage traf nicht ein, es ist nicht kaputt gegangen. Malbuch ist ein schönes Schiff, gefiel mir. So, bevor wir die Schnellreise angehen, würde ich ganz gerne noch einmal mit ihm pinkeln. So, pinkel das Feuer aus, Arthur. Oder an deine Kaffeekanne, je nachdem. Mal gucken, wo geht's hin? Scheiße! Alter, komm da raus! Hä? Also, was war das für eine Szene? Was hat er getrunken, dass er so pinkelt, dass das Feuer anfängt hochzugehen, wenn er reinpinkelt? Also, normalerweise sollte das nicht passieren, außer er hat Benzin getrunken. Okay, gut. Aber ich glaube, dann wird er nicht mehr aufrecht stehen, deswegen weiter. No way out. Code 513. Okay. Als ob ich mich erschrecke. Come on. Ah, geil. Als ob sie sich erschreckt. Gut, bei dem ersten hat sie sich nicht erschreckt, stimmt. Und beim zweiten erschreckt sie sich voll. Und kannst du noch kurz, nachdem sie gesagt hat, als ob ich mich erschrecke. Ja, genau, so kann es gehen. Ich hab's erwartet. Weil sowas muss kommen, wenn so eine Aussage kommt. Definitiv. Weiter geht's. Das war das. Und das war eine Water-Drop-Flasche. Ja, jetzt wisst ihr, warum da oben, Dauerwerbesendung steht. Der beste Freund hat geheiratet und hat auch Junggesellenabschied dort gemacht. Dann waren die zu sechst da in dem Club und waren ein bisschen besoffen. Dann haben sie einen verloren. Dann dachten sie vor Ort erstmal, dass sie ihn nicht gefunden haben. Gut, der ist bestimmt, der war zu voll, der ist ins Hotelzimmer zurück. Ist nicht da. Sie dachten sich, okay, so besoffen wie wir sind, bringt es jetzt eh nichts hinzusuchen. Wir warten bis morgen. Vielleicht ist er mit einer Schnecke mitgegangen. Nächsten Morgen kommt der Typ ins Hotelzimmer und sagt, er lag in einer dunklen Ecke, in so einer ganz dunklen Gasse am Boden und hat voll Schmerzen. Und dann haben sie nachgeguckt und dann hat er da einfach so zugenäht am Bauch. Dann sind sie zur Polizei gegangen und dann wurde er mit einem Helikopter dort abgeholt in der Münchner Spezialklinik und dann haben sie gesagt, ihm wurde fachmännisch eine Niere entnommen in der Nacht. Okay. Wo zum Geier war der? Das ist ja mal richtig weird.
Also sowas passiert, klar, aber Organhandel bringt viel Geld ein. Aber das ist ja. Das ist wirklich weird. Ach, wieder so eine geile Decke, Wolken, ne? Aus Watte. Sieht immer cool aus, finde ich. Nee, das ist eine echte Wolkendecke. Aber sind das nicht die, die immer so gebrannt haben? Warte, doch. Oh, Leute, das ist die echte Decke. Oh mein Gott. Ja, das war die echte Wolkendecke. Ich glaube, irgendwo hatte ich das die letzte gesehen gehabt. Kann das sein bei meinem Mann? Der guckt nämlich öfter so Reels und da kommen solche Sachen auch drin vor. Das war eine richtig geile Wolkendecke. Cool. Schauen wir mal. Oh Gott, verdammte Scheiße! Oh Gott, diese Drecks. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe ja solche Angst. Gott. Oh, Etage 8. Ja, das hat man davon. Wenn sie schon stehen bleiben und mit den Augen klappern und du gehst dann auch noch hin und ärgerst sie, dann bist du selbst schuld, dass du so erschreckt wirst. Sei froh, dass es rechtzeitig die Tür zugegangen ist und er nicht mit reingekommen ist, weil sonst wärst du wahrscheinlich Schnitzelfleisch. Seht ihr, was ich meine? Scheiße. Oh Gott. Seht ihr, was ich meine? Die Frisur war dieselbe. Warum ist das so? Weil das so ist. Weil früher die Eltern uns Kinder einfach nur ärgern wollten. Und deswegen wurden wir dann auch mit solchen Frisuren gestraft. Oh, das geht nicht gut. Was macht ihr da? Ah, okay. Nee, das ist falsch rum, oder? Warte, hätte er sich rumgedreht werden müssen? Ich meine, unten die Stifte waren nach außen, die gehören eigentlich rein und zur Fixierung. Also so kenne ich das zumindest. Aber eine geniale Idee, wenn man alleine ist, einen Schrank so aufzubauen. Allerdings muss man dazu sagen, schade, dass er alleine ist. Das zeigt, dass er nicht viele Freunde hat, die ihm helfen, wenn es zur Not nötig sein sollte. Weiter geht's. Eine Twitch-Flasche. Natürlich fällt er auch. Wieso fällt er auch rein? Egal, ich mach das jetzt einfach so. Und dann trinke ich das aus und leere es dann am Ende. Er macht es. Also der Deckel fällt rein, er macht es voll, macht es zu, trinkt es aus und macht es dann leer. Ja, was denn? Wenn er es ausgedrungen hat, ist es doch schon leer. Manche Leute haben eine komische Logik. Gib mir gar nicht an. Ich wünsche euch noch einen Raid. Arschbombe. Kira, Arschbombe. Das ist. Ah, hörst du jetzt auf damit? Und ich dachte immer, das macht nur unsere Katze. Das machen auch andere Katzen. Interessant, interessant. Also, wenn ihr Katzenbesitzer seid, werdet ihr das kennen. Katzen machen immer das, was sie denken, was sie gerade machen wollen. Deswegen, Katzen eben. Katzen. Was ist der Unterschied zwischen befeuchten und entfeuchten? Oh, das macht Sinn. Entfeuchten ist, wenn du etwas entfeuchtest. Oh, okay, Chat, ihr habt die Frage nicht gehört. Ich hab's mir selbst. Nein, du hast gar nichts erklärt. Entfeuchten ist, wenn man etwas trocken macht, und zwar so, dass es ganz trocken ist. Und befeuchten ist es, wenn man es wieder gießt, zum Beispiel. Ich weiß, ich guck halt jetzt. Was denn möchtest du nicht? Ich bin so gemeint. Achso, alles gut. Nee, ich bin nicht krank. Ja, so kann's gehen. Wieso kam das Auto jetzt aber da angerast? Okay, also wenn ihr Zelda spielt, das neue, seid vorsichtig. Autos können überall fahren. Und so hier.
Und dann so. Oh. Oh. Ah, schön. Was jetzt an der Sache nicht gepasst hat, waren die Haare, die saßen zu flach. Also gerade die vorne, die waren ja etwas länger. Die hätten auch runterhängen müssen. Das ist natürlich schwierig, wenn man normal sitzt und sich nur auf den Kopf stellt. Ja. Cool, das habe ich sofort erkannt. Aber er hat es nicht immer richtig getroffen, also da muss er noch ein bisschen üben. Aber das kriegt er mit Sicherheit hin. Warum sieht denn der so komisch aus? Ah, das ist gar kein Pokémon, das ist einfach nur eine Schubkarre. Ja, bei den neuen Pokémon-Spielen stehen auch Sachen einfach nur so in der Gegend rum und die sind halt ganz normale Gebrauchsgegenstände wie Schubkarre. Nicht alles, was da rumsteht, ist auch ein Pokémon. Ja. Baldur's Gate 3. Ja. Meint ihr, es ist wirklich der richtige Zeitpunkt zu reden? It's our science for a van. Or it's undersized. Because it's. Okay, da hat sich die Gruppe irgendwie selbst zerlegt. Das ist ein sehr lustiger Bug, während sie reden, während draußen die Gruppe zerlegt wird. Spitze! Wunderbar, passt. Ich glaube, ich warte noch eine Weile, bis ich mir das Spiel hole. Obwohl mittlerweile ist ja schon Patch 2.0 raus. Habe ich die Tage gelesen, oder der zweite Patch zumindest. Ja, genau. Gibt's da wieder Haie? Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Ja, genau da. Oh. Da war der Hai. Alter, Nicky hat mich erwischt. LOL. Gerade wurde uns noch gefragt, gibt's Haie da? Hab noch keinen gesehen. Und im nächsten Moment war einer da, der wollte sagen, ich bin da. War natürlich blöd, jetzt bist du tot, jetzt musst du von vorne anfangen. Viel Spaß. Ach ja, weil ich ja immer sage, ihr sollt oft genug speichern, wenn ihr könnt. Und das Speichern nicht vergessen. Gestern war ich bei einem Twitch-Kollegen auf dem Stream unterwegs. Nämlich bei Alexos vom ESO-Stream-Team. Ja, ich spiele ja hin und wieder auch ESO. Und Moment. Alexa, stopp. Er war, hat Starfield angespielt und ja, da habe ich auch gemeint, weil er gefragt wurde, ob er gespeichert hat, habe ich dann drunter geschrieben, speichern nicht vergessen, ganz wichtig, sonst fängt von vorne an. Arien, kann Computer, wer ist Ricky Mania? Übersetzt von fandom.com. Er ist eine Parodie auf den echten Popsänger Ricky Martin. Okay. Ja, ich hatte jetzt gerade das Problem, habt ihr ja gehört, weil er hat ja den Computer gefragt, den haben wir auch allerdings in einem anderen Raum stehen, also den Sprachassistenten, der so heißt, bei mir steht die entsprechende und als ich natürlich den Namen von dem Streamer gesagt habe, das passte, da hat sie gleich gedacht, sie wäre angesprochen. Schlimm, deswegen habe ich meistens, wenn ich streame, alles auf Kopfhörer, allerdings ist das natürlich schlecht, wenn ich das ausspreche, weil das hört sie. Oder so. Chat. Habt ihr eine Idee, was kann man denn in Köln Cooles machen? Ist einfach so geil, ist einfach so Gamescom. Hallo, Entschuldigung. Ah, oh mein Gott. Sorry. Oh Mann, ey. Ich hab's gemerkt. Wie dumm kann man sein? Also ich meine jetzt nicht sie, sondern ihn. Er muss doch gucken, bevor er losrollt, wo er hingeht, ob da jemand im Weg ist. Also das ist ja wohl mal, ich hoffe, sie hat sich nicht zu sehr wehgetan. Wenn doch, gute Besserung dir auf jeden Fall. Und also da würde ich mich tierisch beschweren. Das wäre das Mindeste. Und dann ist auch nichts mit Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen oder so. Also wie dumm kann man sein? Dem Sinn in meinem Leben.
doch ich kann ihn nicht finden. Was das schon, kann das alles sein? Was kommt danach? Wann ist vorbei? Wer kennt die Antwort auf diese Fragen? Auf diese Fragen kennt leider keiner die Antwort, zumindest keiner, der lebt. Ja, und wenn man tot ist, interessieren sie einen nicht mehr. Ja, der Sinn des Lebens, der wird lange so und oft gesucht. Kaum einer findet ihn. Jo, weiter. Man hat gesagt, man darf die Truckerfahrer nicht ablenken. Das ist wie beim Bus. Nein, nicht. Siehst du, der hat mich schon wieder abgelenkt. Siehst du? Siehst du? Ja, ja, ja. Aber wie kann man auf einer flachen Straße umkippen? Das ist... Ja, genau. Sehr interessant. Weiter geht's. Hier, das kommt auf die Leine. Hör doch zu jetzt. Das ist ein Fisch. Meretik ist ein Fisch. Hä? Das gibt's doch im Brötchen. Meretik-Brötchen. Nee. Warum lachst du jetzt? Du verarschst mich jetzt. Nein, Meerrettich ist kein Fisch. Nein, es gibt doch ein Meerrettichbrötchen. Das kriegt man noch an der Ostsee zu kaufen. Meerrettichbrötchen, ja. Also Meerrettichbrötchen habe ich noch nie gehört, gebe ich ganz ehrlich zu. Und Meerrettich ist definitiv kein Fisch. Meerrettich ist eine Rübenart. So eine lange, weiße Rübe. Und ist ein bisschen schärfer. Also, ja, genau. Macht man auch, wie eine Art Soße oder Creme draus, die macht man auf Fisch drauf. Zum Beispiel, auf Lachs kann man die drauf machen. Alter, das ist eine richtig krasse... 10 Sekunden! Die ist richtig teuer. Oh. Ich hab doch keine Ahnung. Doch, ich weiß es. Ich bin mir sicher. Du hast ja angehört wie 1000 Euro. Ja, 3000 Euro. Das ist eine Glitzer-Holo-Karte und die ist noch gut in Form des Pummeluff. Die kostet 1,14 Euro. Ja, das war auch kein Pummeluff. Das war irgendwas anderes. Das war kein Pummeluff. Definitiv nicht. Also wenn du die für 3000 Euro haben willst, ich guck, ob ich sie kriege und verkaufe sie dir. Der geht gerne für 3000 Euro. Kein Problem. Ihr müsst einmal schauen, wie groß Baloui bitte ist. Du musst halt jetzt haben. Ja, die beiden. Oh, Entschuldige. Oh nein, Entschuldige. Oh Gott, Mann, ist der riesig. Und ich habe schon die hohen Schuhe an. Nicht mal ganz die Schulter, ne? Ich kann mich ja mal gerade hinstellen. Ich würde mal sagen, so zwei Köpfe sind das. Oder drei. Wow. Also er ist wirklich ein großer Teddybär. Definitiv. Bei der Größe. Aber du freust dich. Ein springendes Auto. Es macht's. Es ist ein Delfin. What the hell is going on? Ja, das hatten wir letzte Woche auch, das springende Auto. Sehr lustig, sehr, sehr lustig. Jetzt habe ich meinen HCE-Saft auf meine Tastatur Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich den Sinn davon verstanden, Freunde. Gott, bin ich dumm. Ich bin einfach nur komplett dumm. Ich habe den Sinn davon verstanden, warum man das jetzt am PC haben sollte. Genau wegen sowas. Jetzt habe ich den Sinn davon verstanden. Ich kann es immer noch sagen. Die schlauen Leute haben keine Toilettenpapierrolle, sondern Taschentuchbox. Aus einem einfachen Grund. Taschentücher kann man viel umfangreicher und viel mehr nutzen als die Toilettenpapierrolle. Also, ihr wisst, Taschentuchrolle. Genau. Natürlich Taschentuchbox. So. Gut. 1, 0, 2, 3, 1, aber nur ein bisschen. 1. Was habe ich denn gefragt, Chat? Das ist gut. Wenn du dir es nicht merken kannst, schreib es dir auf. Hilft. Kann ich nur sagen. Hilft, definitiv. Oh, aber können wir mal bitte über diese langen Beine von Rage Pain reden? Das sieht so schön aus. Danke.
Über was sollen wir reden? Aber du weißt doch, über meine langen Beine. Du weißt doch, Streamer haben keine Beine. Also ich glaube, ich weiß, meine Beine. Welche langen Beine? Was zur Hölle machst du? Ich hab meine Schublade noch auf. Warum trittst du deine Schublade? Die kann doch gar nichts dazu. Und sie wollte eigentlich nur mit dem Gerücht aufräumen, dass Streamer keine Beine haben. Ich hab auch welche. Guck da. Eins. Zwei. Ja, genau. Also Streamer haben Beine. Nur damit ihr es wisst, auch wenn ihr immer nur den Oberkörper seht. Ich kann Spinnenphobie nachvollziehen. Ich kann Schlangenphobie nachvollziehen. Ja, bitte? Leitfaden Deluxe. Erster, stellt euch nicht mit eurem echten Namen vor. Ihr werdet von Doni nur mit Witch-Namen angesprochen. Zweite, bitte bringt in diesem Zusammenhang ein gut leserliches Namensschild an eurem chatfarbenen Oberteil an. Dritte, eure Kleidungsstücke dürfen keine aufgenähten Knöpfe mit vier Löchern haben. Punkt. Jeans-Knöpfe sind also okay. Vierter, seid immer nett zu Doni. Fünfter, fragt nach einem Autogramm, aber erwartet nicht, dass sie euren Namen dort vermerkt. Also Doni, wenn du diese Regeln selbst aufgestellt hast, dann solltest du vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das eine gute Idee war. Ich weiß nicht, wie ich mich da erkenntlich zeigen soll. Mit. Thanks a lot. Thank you, Agent K. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Ist ein cooler Gummibärchen? Ich hab's verstanden, aber nee, definitiv nicht. Auf den Kopf klopfst und mit der anderen den Bauch streichelst, bekommst du das hin, dass du mit einer Hand auf den Bauch klopfst und mit der anderen Hand die unsichtbare Kurbel an deinem Kopf ankurbelst. Hier an der Seite die Kurbel oder oben? Bekommst du es hin, auf den Bauch klopfst. So. Ja, easy. geil, das war geil, okay. Auf sowas muss er erst mal kommen. Nein, not like this. Nein. Oh, der Safe des Jahrtausends. Mann! Ja. Nochmal, ich wiederhole es jetzt fast jeder Folge. Hört auf, euch zu freuen, bevor ihr durch seid, und sagt das auch nicht noch. Weil das Game reagiert und dann passieren solche Unfälle. Die Nussschale hat eine Hupe? Nee, hat sie nicht. Ich bin eine Hupe. Aus dem Weg! Wir kommen! Sie hat jetzt nicht wirklich allen Ernstes eine Hupe nachgemacht. Also ich kenne die Dinger so von Kinderfahrrädern. Aber sie hat das gut nachgemacht. Kannst du mal die Tür aufmachen? Wie läuft's? Es läuft phänomenal. Ich liebe meine Zuschauer. Können wir mal ganz kurz was Ernstes besprechen? Wir haben ja gestern Pizza bestellt, ne? Ich habe ein bisschen Grummeln im Magen. Es könnte sein, dass wir vielleicht einmal ganz kurz gleich die Plätze wechseln müssen. Und ich meine zügig dann. Okay? Aber bitte setz den Kopfhörer auf. Ich hab dir nicht den genauen Stand der Dinge gesagt, aber platzt gleich legit das Arschloch. Ach du heilige Mutter Gottes. Ey, ach du heilige Scheiße. Bro, seht ihr das, wo ich meinen Arm hier habe? Ich mach den hier schon eben, weil ich so ein bisschen Schwangerschaftsposen machen muss. Ich bin gerade so bei der Geburtsvorbereitung. Es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen, wenn du einen Stream machst. Definitiv nicht. Und das gehört definitiv dazu, okay? Weiter. Äppchen. Ist das die aus Twitch Clips Germany? Nein, das ist die von Gronkh. Hallo, ich bin die von Gronkh. Ich wurde gestern auf dem Klo angesprochen mit... Du bist doch die von Gronkh. Ja, die von Gronkh. Vor allem habe ich nicht Gronkh verstanden, ich habe Bob verstanden und war so, wer ist Bob? Ja, das kommt davon, wenn man zu laut den Kopfhörer eingestellt hat. Dann geht das Gehör über der Zeit flöten. Doni gefragt. Doni, ja. Schon wieder. Doni. Vielleicht erschreckt sie. Frag ich nächstes Mal. Holy
ein Geist in einem Horror-Game, das du spielst. Wann lernt ihr es endlich mal? Horror-Games sind dazu da, dass ihr euch erschreckt. Das, ein Horror-Game, in dem man sich nicht erschreckt, ist ein schlechtes Horror-Game. Da ist Ausgang Ost. Ja, bin ich denn, Jan? Oh, ist schrecklich. Das war Milchbaum. Nicht Chen-Yan. Die sehen sich zwar ähnlich, aber so ähnlich sind auch wieder nicht. Dass man sie verwechseln könnte. Weiter geht's. Ja, aber das hast du abgegangen. Leute, ich bin so klein, ich sehe nur Ärsche. Das war jetzt zweideutig. Aber ihr wisst ja, ja nein, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Sie sieht nur Ärsche. Auf der Gamescom. Ja, was soll man dazu mehr sagen? Kann man machen, nie? Alter, wie hoch willst du eigentlich? Hallo? Wohin? Hä? Wohin? Oh, hallo? Das ist ja weird. Ich leb noch. Warte mal, Boba. Danke schön. Warum bin ich so... Das sieht irgendwie amartig aus. Ich komm nicht weg. Lauf mal irgendwo durch. Reapers, geh mal durch Wände, weil du bist da so schnell. Ja, renn raus. Ja, so, ja. Bin ich gleich frei? Habe ich vielleicht gewonnen? Also dieses Spiel ist definitiv voller Bugs. Der eine klettert auf unsichtbaren Leitern in den Himmel, der andere zerteilt sich dutzendfach mit der Kettensäge alleine, der dritte rennt durch Wände. Also Texas Chainsaw Massacre solltet ihr euch nicht kaufen. Blödes Spiel. Er hat sich sogar geheilt. Er hat sich selber getroffen mit der Aktion. Okay. Let's go. Das war gut getroffen. Oder viel Glück, je nachdem. Cool. Scheiße. Ich hab ihn dabei, der hängt an uns. So, Mann. Ja. Was passiert hier? Er ist ab. Oh mein Gott, wir sind so dead. Guck mal, ich hab den mitgenommen, der kommt zu uns. Ich weiß nicht, worum es da ging, aber immerhin haben sie das Ding auf den Boden gebracht. Ist doch gut. Wie soll man hier so spielen? Gronkh? Es hat einen Namen. Kannst du mal. Boah, das ist fies. Oh, das ist ein fieser Meme jetzt, garantiert. Aber Gronkh, ja, er hat in einem Spiel das einzigste Lebewesen, was einen Namen hatte, erschossen. Und das war ausgerechnet eine Katze, was natürlich einen riesen Gemotze nach sich gezogen hat. Und jetzt sollte er diese Katze erschießen, weil sie auch einen Namen hat. Weil man sonst nicht spielen kann. Aber ich muss dazu sagen, Katzen haben diese Angewohnheit auch unsere. Ich habe einen riesengroßen Schreibtisch, auf der, manchmal kommt sie und möchte bei mir auf den Tisch. Und dann mache ich hier auf der linken Seite Platz. Riesig viel Platz, da könnte sie zweimal liegen. Was macht sie? Sie drückt sich so nah an die Tastatur, dass sie halb auf der Tastatur liegt. Kann mir mal eine erzählen, warum? Was da dran so bequem ist? Ich weiß es nämlich nicht. Wenn das jemand weiß, unten in die Kommentare. Also falls ihr noch einen Kaufgrund braucht für Horde, ich möchte euch ganz kurz eingeben. Also für den Horde-Comic. Falls ihr denkt so, ihr seid hin und her gerissen, Comics sind eigentlich nichts für euch, aber ihr habt Bock auf so ein bisschen geil, ne? Yeah. Yeah.
Also jetzt kaufe ich mir ihn mir erst recht nicht. Definitiv. Nee. Und ich kann ihn wieder Magier spielen. Ja, geil. Ist das geil. Seht ihr das? Muss es ja ausnutzen. Ist das geil. Es ist Sparta! Cool. Ja, okay. Was mich irritiert hat, war das an der Seite. You are dead. Wenn der tot war, dann kann er auch gar nicht mehr weiterspielen. Aber gut, okay. Ja, diese Woche sind viele Clips aus der Gamescom, weil die war ja letzte Woche. Wir zählen runter. 3, 2, 1, go! X. Oh mein Gott, X. Oh mein Gott! Ja. Okay, also ich werde dafür sorgen, dass mein Mann diese Energies definitiv nicht kriegt. Definitiv nicht. Nee. Das wäre viel zu teuer auf Dauer. Erstens mal kosten die Energies ein Heidengeld und zum anderen mal werden auch die T-Shirts zerreißt. Aber auf X kann ich auch. Ich habe gestern einen halben Liter Wasser auf X getrunken. Ja, jetzt kriege ich wieder angezeigt, dass Werbung ist, aber wir machen weiter. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Das sind keine Lyrics. Hab scharfe Zähne, das liegt direkt am Nil. Erst falsche Leibe, dann schnappt ich mich frei. Schnappi. Und unterbrecht mich, wenn das jetzt falsch ist, aber hat sie den Text nicht richtig drin? Sie hat Zähne und die kommen vom Nil. Die sind am Nil. Ja, okay. So, weiter geht's. Ja, Frau ist direkt gekommen. Was? Was hast du gesagt? Böse? Zyklische, beidseitige, toxische... Au. Da hatte jemand Spaß. Aber mit Wattebällchen macht das mehr Spaß, glaubt mir. Ihr müsst jemanden mal mit Wattebällchen bewerfen, bis er blutet. Das dauert. Garantiert. Wisst ihr, wo es da vor der Cam sitzt? Ohne Scheiß jetzt. Da sitzt ein Fliegen auf dieser Cam. Sieht man das onboard? Ja, du warst gerade schauen. Ich bin verpiss dich. Ich kann nicht gucken. Das muss mal jemand klippen, weil ich kann gerade den Stream nicht aufmachen. Ja, hat ja jemand geklippt. Sonst hätten wir es jetzt nicht gesehen, aber interessant. Okay. Jo, passiert. Au. Wie viel hast du noch? Genügend. Ja, das hättest du dich fragen sollen. Ja, kommt halt davon. Jetzt werden die Dinger größer. Also demnächst kommt da die Couch geflogen. Also würde ich schon mal den Kopf einziehen. Wie schlecht kann man schießen, dass man jemanden auf solche Entfernungen nicht trifft? Vor allen Dingen, er ist auch ganz gerade gerannt, also er ist nicht mal links, rechts ausgewischt, sondern als geradeaus. Da muss man doch treffen. Okay. Wir filmen ihn heimlich nicht, er ist gerade im Gespräch. Wir filmen ihn einfach direkt so und ich bin hier in der Zeit bei der Menge und lass sie einmal Gronkh schreien. Damit er dann so irritiert guckt. Können wir einmal alle zusammen Gronkh schreien auf 3? Einmal alle gleich Gronkh. 1, 2, 3. Gronkh! Geil! Jetzt haben wir das einmal aufgeholt. Passt. Das Gesicht war zum Schmarr. Gut. Gut eingefangen. Perfekt. Tiere mit exakt einem Haar. Und jetzt deine Lösung. Heuschrecke. 2. Okay. Wo glaubst du, könnte Diskussionsbedarf entstehen? Heuschrecke. Ja. Guck mal da in die Kamera. Okay. Könnte es dabei sein?
Glaub schon. Glaub schon, ja klar, das könnte dabei sein, klar. Weil wie viel Haas hat Heuschrecke? Eins. Zwei. Oh, scheiße. Was denn hier los? Ja, Heuschrecke hat zwei Haas. Eins am Anfang und eins hinter dem C. Wer es nicht glaubt, schreibt es auf und guckt nach. Erstmal, dann nehmen wir deine freie Hand am besten. Okay, genau. Einmal andersrum. Genau. Ein bisschen höher, so, ja. Kann man sehen? Ja. Perfekt. Und die Sache ist, bist du links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Rechts, okay, deswegen hältst du mit rechts. Das ist okay. Schließ mal deine linke Hand. Genau. Ich mache jetzt Folgendes, okay? Ich versuche das mal so zu machen, dass man sieht. Ich male mir so ein Kreuz hier auf die Hand, ja? Kann man das sehen? Und jetzt, okay, das Schiff brauche ich nicht mehr. Machen wir Folgendes. Okay, du siehst das Kreuz bei mir? Ich sehe das Kreuz. Ich versuche mir das jetzt hier so abzunehmen, ja? Seht ihr, wie das so verschwindet? Einfach weg! Ja? Da ist jetzt nur noch so ein leichter Schatten übrig. Habe ich dich irgendwann berührt? Irgendwie... Nur außerhalb von der Hand. Mach mal die Hand auf. Hat dir das gefallen? Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Schöner Trick. Schöner Trick. Gut gemacht. Perfekt. Ja. Gut. Gib einen Daumen hoch von mir. Sonnenbrille habe ich verloren. Aber jetzt habe ich sie wirklich. Jetzt habe ich sie. Man verliert die Sonnenbrille nur zweimal, dann geht's. Nein, eigentlich sollte man die gar nicht verlieren. Also wenn es eine einfache Sonnenbrille ist, ist es in Ordnung. Wenn es eine etwas teurere ist, ist es schon blöde. Und wenn es eine eingestellte ist, ist es ganz dämlich. Chat ist hier. Ihr Chat ist auch da. Guck, warte. Warte. Ihr Chat. Hey, Chat, abonniert Milchbaum. Oh, was? Oh, Mann. Du kleines Stück Pups. Ja. Ah, geil. Er abonniert Milchbaum bei Chenian. Geil. Das war nämlich Chenian. Krog ist geil. Hey, Chat, abonniert Milchbaum. Oh, was? Yeah. So muss das sein. So muss das sein, Jen. Tja, hast du wohl gedacht, dass du jetzt Pluspunkte sammelst, aber Kronk kennt eben die Crème de la Crème. Alter, du gehörst du aber leider nicht dazu, Milchbaum. Was machen wir jetzt? Ja, okay, weiter geht's. Ja. Danke, Kamera. Ja, wir können auch einfach mal ganz langsam nach unten schwenken, die Tastatur filmen, das ist auch sehr schön. Das ist mein Ventilator. Ja, ich würde sagen, das ist so jetzt ein Gedanke von mir, dass das Stativ nicht richtig festgezogen war, weil sonst könnte ich die Kamera nicht so nach unten fahren. Ja, genau. Ist halt so. You know, in the womb, they actually have an upper lip that's separate from their nose. But those fuse together to form the trunk. Here, try pushing your upper lip forward while flaring your nostrils. Hold that, right? Well, nothing to do with an elephant, but you look like an idiot. The trunk is made up of... Das passt so geil. Es stimmt sogar. Da wusste der Moderator genau, was von sich gibt. Passte perfekt. Hey Süße! Wo willst du hin? Mann, warum weicht ihr mir so gut aus? Weil sie es kann. Meine Kennsäge ist kaputt. What the? Kannst du kurz warten, bis meine Kennsäge an ist? Die ist überhitzt. Kannst du kurz warten? Also, wenn man als Opfer warten würde, bis die Kennsäge abgekühlt ist, wäre man ziemlich dämlich. Und warum sie ausgewischt ist, so gut, ganz einfach, weil sie es kann. So, ich habe zwei Getränke. Ich habe ein attraktives, überteuertes Kaffeegetränk und ein Wasser, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Ja, ich würde auch das Wasser schütteln und den Kaffee wegstellen. Geil, ich möchte jetzt sehen, wie du das Wasser aufmachst. Viel Spaß dabei. Ah, geil. Ey, ist die in Frankfurt unterwegs? Obwohl, da fehlt zu viel in die Häuser.
Okay. Und du? Fuck! Ich würde sagen, erstens mal die Kamera ein mächtiges Delay. Zweitens, das Auto ist hin. Das mitten in der Pampa. Also mindestens der Reifen ist hin. Kann ich da reinfahren hier? Tot. Da hätte nicht runterfallen, wir sterben da unten. Alkohol, bist du mitgesprungen? Ja, natürlich. Das ist, wenn einer vorspringt und die Idioten hinterher. Der erste stirbt, aber die anderen überleben. Ja, weil sie fallen ja weich, ist ja klar. Es liegt ja jemand da. Deswegen auf einer Rolltreppe nie vorne laufen, immer hinten. Dann fallt ihr weich. 0% Wiggelhaftigkeit. Dann haben wir hier 15% Wiggelhaftigkeit, da bewegt sich auch fast gar nichts. 30% Wiggelhaftigkeit, da seht ihr schon, da bewegt sich schon ein bisschen mehr. Da bewegt sich ein bisschen mehr. Dann habe ich hier 50% Wiggelhaftigkeit. Und normalerweise habe ich 60% Wiggelhaftigkeit tatsächlich drin. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich auch 100% Wiggelhaftigkeit machen. Das wäre dann so. Wiggelhaftigkeit, bis zum Tod. Ja, ich wiggle bis zum geht nicht mehr. Jo, jo, jo. Ich wiggle bis zum geht nicht mehr. Ah, okay. Also mit Wiggle kann man einstellen, wie sehr sich die Sachen, die man bei seinem Avatar hat, bewegt. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, was du nutzt sie für ein Programm. Wahrscheinlich das VTube Studio. Das ist so das bekannteste. Ja. Wir müssen aber mal ganz kurz. Ja. Passt. Passt. Also. Passt. Definitiv. Die Polizei in Hamburg hat einfach Fischkopf geklont, Chat. Ja. Ja, passt. Würde ich sofort Urheberrechtsverletzung anklagen. Oh, ich habe das Mikrofon versehentlich mitgenommen. Meine Damen und Herren, die Gamescom wird jetzt offiziell geschlossen. Was denn, war die nur Scherz? Wollte nur Spaß machen. Ja, ja. So kann's gehen. Wer Spaß macht, muss auch Ernst vertragen, sagte Matthias. Ich reinige onstream immer meinen Intimbereich, damit ich frisch rieche. Das gehört zu der Kategorie Dinge, die wir nicht wissen wollen. Motorrad, das ist ein Moped! Das ist ein Moped! Okay, da ist der Spiegel drin. Da ist ein Stück Reifen drin. Ich nehme an. Okay. Da falsch. Ist aber auch noch was vom Moped drin. Bis ich fertig bin, ist es seit 2024 fertig. Ja, ja. Diese Dinger, die sind so dämlich. Bei manchen Browsern könnt ihr ein Add-on einrichten, das dafür sorgt, dass diese Dinge außer Kraft gesetzt werden. Ich muss mal nachgucken. Ich habe das bei zwei Browsern drin. Ja, die Bretter baut man auch als letztes rein. Gut für die Finger, wenn sie erst am Ende reinkommen und der Schrank schon steht oder die Kommode. Nur so zur Information. Jodeln machen wir jetzt nicht. Vielleicht ein bisschen. Jodeli, hi. Okay, hör auf. Nein, das war das Peinlichste, was ich hier getan habe und ich bin VTuber geworden, okay? Oldiladio. Ja, ihr wisst ja, wie das Jodeln entstanden ist. Wenn ja, unten in die Kommentare. Also, wenn ihr euren Freund was Gutes tun wollt, einfach mal kurz bücken. Also gut. Das war ein freundlicher Versprecher. Ja, ja. Also, ja. Ihr wisst jetzt. Okay. Was sind Hohlbirnen? Was sind was? Hohlbirnen. Hohlbirnen. Der hat Karl. Du wolltest eine kreative Antwort. Du hast eine bekommen. Ja,
Sie wollte eine kreative Antwort. Sie hat eine kreative Antwort. Auch wenn die Antwort ihr nicht gefallen hat. So kann es gehen. Und ja. Was soll ich sagen? Coole Folge. Viele tolle Gamescom-Clips dabei. Auch ein paar tolle andere Clips dabei. Fand ich wieder toll. Habt das schön zusammengestellt. Und ja. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, könnt ihr natürlich eins machen. Erstmal könnt ihr natürlich euch das nochmal vielleicht ohne meine Kommentare anhören. Dazu unten in die Videobeschreibung gehen und da ist der Clip verlinkt, also das Video verlinkt. Dann könnt ihr, wenn ihr da gerade unterwegs seid, ein Like da lassen und ein Abo. Glocke euch überlassen. So, bevor ihr das aber jetzt macht, wäre das schön, wenn ihr das hier auch macht. Das ist jetzt hier verlinkt. Genau. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, Lob, irgendetwas, was man reacten könnte und ihr mal reactet haben wollt von mir, unten in die Kommentare damit. Und ja, was haben wir noch? Wir haben noch irgendwas habe ich vergessen. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja, klar. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, könnt ihr auch in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Twitch-Kanal verlinkt. Meistens Samstag streame ich. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, euch ein Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Josie.